Mein Name ist Jan Büren. Ich beschäftige mich eigentlich seit 2003 halb privat, halb geschäftlich mit E-Mail-Servern und bin jetzt in dem letzten Jahr eigentlich drauf gekommen, über diese Schlagworte halt gestolpert und wollte da mal meine Erfahrungen aus meiner Sicht halt präsentieren. Vorab die Frage, um das einzuschätzen, wer betreibt denn einen SMTP-Server? Moment, andersrum wäre es einfacher gewesen. Also ich sehe 2, 3 Ausnahmen, so gefühlt. Der zweite war gestern beim Erstbamdi-Vortrag dabei. Ja, okay, der Referent natürlich. Dankeschön. Gut, und DNS-Tag hatten wir vorher auch. Also im Prinzip haben wir da jetzt schon eine Menge an Puzzleteilen gehabt, die das insgesamt schlüssig machen. Und mein Schwerpunkt ist jetzt eigentlich einmal zu sagen, okay, E-Mail ist jetzt auch eine Möglichkeit, das halt sicherer zu gestalten, indem ich halt diese ganzen Protokolle halt kombiniere und wie sieht das dann halt aus? Gut, dann wissen auch die meisten, der Ursprung ist halt von der E-Mail in 1970. Wir hatten halt geschlossene Netze und es war halt extra einfach und sollte quasi auch nur in der Uni verwendet werden. So ist das Design halt absolut unbrauchbar für das heutige Internet, seitdem es halt explodiert ist. Und zwar, warum ist das so? Beziehungsweise, ich kann ja offene Fragen stellen. Also, was ist das Problem beim Protokoll? Oder mir reichen 2 Hauptprobleme. Also, ich wiederhole das mal. Genau, die Authentifizierung. Ganz hinten, ja. Genau, nicht verschlüsselt. Also, okay, genau, nicht verschlüsselt. Hat einer noch eine Idee? Ja, genau. Also das ist eigentlich genau der springende Punkt. Also der Absender ist fälschbar. Das ist halt, wenn man authentifiziert, ist halt nochmal so ein bisschen plakativer, was denn da dahinter ist. Genau. Also E-Mail ist garantiert, dass die Zustellung nicht garantiert ist. Der Absender ist auf jeden Fall fälschbar und es ist lesbar für alle Internetpostboten. Wie gesagt, dasselbe, als ob ich eine Postkarte schreiben würde halt. So, jetzt gehen wir mal die einzelnen Punkte durch mit dem Stand, der heutzutage möglich ist. Machen wir es erstmal. Zustellung ist nicht garantiert. Meine Idee wäre, okay, wenn ich ohne Relay was mache und quasi auf SMTP 250 direkt halt kommuniziere, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass der empfangende Mail-Server das angenommen hat und ich habe halt rein rechtlich gesehen, ich habe mich auf den Blog von Per Heinlein bezogen, rein rechtlich gesehen, dann die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist wie Annahme Hauspost, ich habe einen 250 bekommen, wenn ich das über einen verschlüsselten Kanal habe, dann ist das zugestellt. Wenn es in der Hauspost der Firma verloren geht, sorry, das ist nicht mein Problem, aber das ist der Beweis, sobald ich das halt habe, ist die Zustellung da und das Dokument ist rechtskräftig angenommen worden. So, das war einfach. Jetzt kommen die schwierigen Sachen. Absender nicht fälschungssicher, das ist eigentlich der springende Punkt, wo jetzt hier die Kombination von den Protokollen dazu dient, dass es dann einen Tacken besser wird. Und da ist es jetzt auch trivial zu antworten, zumindest von Carsten, der darf jetzt nicht mitraten. Was ist das grundlegendste oder eins der größten Sicherheitsprobleme im Internet? Also woher kommen die ganzen komischen Hacks, dass das alles so einfach war, irgendwas zu machen? Also viele Sachen kann man anonym machen, aber da meinst du jetzt Applikationen oder also ich also du meinst das, okay, ich verstehe das jetzt so, dass das grundlegendste Problem ist, dass ich halt quasi mich nirgendwo ausweisen muss. Okay. Okay. Also dann formuliere ich ein bisschen spezieller. Was ist das Designproblem des Internets? Also das grundlegendste. Ja, das ist super. Das ist das Designproblem,
für Systemsicherheit innerhalb des PCs, dass die quasi die von Neumann-Architektur gewonnen hat gegenüber der anderen und dass als Trendzeichen Kettenende 0 genommen wurde, was quasi sowohl Date als auch Buchstabe sein kann. Das ist das grundlegendste Problem für Sicherheit allgemein, die C-basierende Programme. Aber das ist, ich will eine Antwort haben auf Protokollebene. Best Effort ist die, was meinst du damit? Wir nähern uns. Jetzt, ich brauche noch ein Schlagwort mehr, bitte. Okay, das ist genau, das sind die geschlossenen Netze, aber was heißt das auf Protokollebene? Sonst, ich gebe die Frage doch an Carsten. Danke, DNS ist fälschbar. Das ist das absolute Grundproblem, wo die ganzen fiesen Hacks herkommen. So, DNS ist nicht fälschungssicher, jedenfalls im Standardprotokoll nicht. Und das heißt, ich kann auf www.sparkasse.de gehen und bin in Wahrheit auf www.cayman-imans-zima. Und dann denke ich, ich rede mit meiner freundlichen Sparkassenhilfe und in Wahrheit rede ich mit der Cayman Island Monetary Authority zum Beispiel, was vielleicht was Grundlegendes anderes ist, als ich eigentlich möchte. Das ist das grundlegende Problem und das müssen wir jetzt erstmal lösen, bevor wir alles andere im Bereich E-Mail machen können. Ich fand das jetzt sehr, es geht um Geld, das fand ich plakativ, versteht jeder. Und ansonsten, wer es mal gesehen hat, eigentlich immer mal wieder auf dem Chaos Communication Camp im letzten Jahrzehnt wurden verschiedene Sachen mal präsentiert. Überwiegend von der Stichwort, wer da denn, Kaminski oder sowas. Gut, jetzt DNS-Hack, ist das prinzipielle Problem gelöst. Es ist halt technisch etwas komplexer zu implementieren, wie das halt dann alles funktioniert. Das soll jetzt nicht Thema sein, das soll nur sagen, okay, wenn ihr DNS macht oder wenn ihr DNS nutzt bei eurem Provider, guckt, dass da noch ein SEC mit angeboten wird. Ansonsten könnt ihr gar nicht weitermachen dann halt. Was auch schick ist, es gibt einen Firefox-Plugin, das hier. Mich interessiert auch immer, funktioniert das wirklich, beziehungsweise was passiert denn da? DNS-Sec, Firefox-Plugin, kann man einfach hinzufügen, dann hat man oben in der Menüleiste ein neues Icon, da kommen wir gleich zu. Oder aber, von Men and Mice wurde auch schon gerade zitiert, DNS-Sec mit Dick halt, dann kann ich es halt auch da überprüfen mit diesen zwei Sachen und kriege halt hier eine Signatur zurück halt. So, bleiben wir bei Firefox. So, ich habe halt hier so ein kleines DNS-Symbol dann, also wenn ich das Plugin habe, wenn das grün ist, dann funktioniert das. Und so www.sparkasse.de würde das halt jetzt nicht passieren, weil die DNS-Hack anbieten. Das heißt, ich habe dann über das Protokoll HTTPS die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin auf jeden Fall bei der Sparkasse, das weiß ich. Das ist das Positivbeispiel. Dann das Negativbeispiel, HTTPS ohne DNSSEC, gibt es zum Beispiel bei www.deutschebank.de. Da ist es dann halt rot. Das heißt, hier kann ich nicht davon ausgehen, dass ich wirklich mit der Deutschen Bank spreche, also mit dieser Webseite, sondern es könnte auch was anderes sein. Müssten mehrere Sachen noch dazukommen, aber im Prinzip ist es das Problem an der Stelle nicht gelöst. Ja, nein. Das Konzept ist also kaputt an der Stelle. DNS jetzt, ich habe ja zum Glück einen Experten, der mir Seitenhilfe gibt. Im Prinzip sagt ja deine Anwendung, wer ist deutschebank.de, und du weißt ja nicht, von welchem DNS-Server du die Antwort bekommst. Und der DNS-Server. Das muss eher ein Zertifikat vorweisen. Das Zertifikat wird validiert anhand vom DNS. Du bist hier Roscom-WLAN. Vom Resolver statt Deutsche Bank IP-Adresse und eine andere IP-Adresse, dein Browser sagt, DNS passt zum Zertifikat fertig. Also nicht. Weil jetzt ein Webserver ja das entsprechende Zertifikat ausliefern muss. Welches in dem Zertifikat muss auch also drin stehen? Genau, der Einwand ist richtig. Also im Prinzip ist die Zertifikatsvalidierung nochmal, kommt zumindest eine Warnung, Zertifikat passt nicht zum Dings, aber klickst halt weiter oder nicht. Genau, an der Praxis zeigt, dass hier alle eine Zertifikatswarnung, aber ein Signifikat
Zertifikatdatei, der Benutzer klickt Ausnahme hinzufügen und geht weiter. Genau, also das. Genau, ich muss das, sonst müssen wir mit dem Mikrofon arbeiten. Ich fange das alles kurz ein fürs Video. Also im Prinzip ist der Konsens, dass halt hier, wir sind quasi drauf, paranoide drauf fixiert, was passiert denn da und hinterfragen das. Aber eine Phishing-Attacke, die sowas halt schon machen würde, wäre sehr wahrscheinlich beim normalen Nutzer einfach durchgegangen und fertig halt. Genau, aus diesem Grund ist es halt Voraussetzung für das nächste Protokoll. DANE, also was halt jetzt vereinfacht gesagt DNSSEC über SMTPS macht halt, beziehungsweise über dieses Protokoll macht, was ich mir jetzt angucken will. Und das kann halt dann aktuell der Postfix und der EXIM. Ansonsten gibt es halt einige Dienste, die das sowieso per Default anbieten. Mailbox.org, ich bin ein bisschen Heiland-Fan, wobei ich keine Werbung machen möchte, brauche oder was auch immer. Oder Posteo kann das halt auch. Es gibt noch andere Anbieter. Gibt es aber auch eine Liste im Wikipedia dann dazu. So, was passiert da? Beziehungsweise, die Frage ist jetzt, DNSSEC über SMTPS, was ist die Einschätzung? Das ist jetzt auch ganz einfach. Ist das jetzt komplizierter zu implementieren als DNSSEC über HTTPS oder ist das einfacher? Oder ist die Komplexität höher im Allgemeinen oder ist die Komplexität niedriger? Weil es ist ja Simple Mail Transfer Protokoll und nicht Complicated Mail Transfer Protokoll. Richtig. Okay, also es ist wahrscheinlich zu einfach. Also es ist im Prinzip ein bisschen komplexer, weil ich mindestens 4 Kommunikationspartner habe. Ich habe halt immer den Client, der halt mit meinem Mail-Server halt spricht und der spricht halt mit dem nächsten Mail-Server und dann gibt es da auch nochmal einen Client in der Regel, der dann halt nochmal rausgeht. Das finde ich, ist halt von den Knoten, Kommunikationsknoten halt komplexer, als wenn ich klassischerweise Browser und Server halt habe. Gut. So, damit wäre an der Stelle, ich bin nicht ganz raus aus der Nummer, also wer dann die letzte Sache haben will, ich will das halt nur lesbar für 2 Internet-Postboten haben. Ich habe es halt da nicht ganz gelöst. Das heißt, in der Tat, wenn ich das Szenario habe, also mit Verschlüsselung an der Stelle kann der und der halt noch auf die Daten zugreifen. Okay, damit kann ich aber leben, weil das ist halt schon eine sehr reduzierte Menge, die dann darauf zugreifen kann. Und jetzt kommen wir weiter. Jetzt das nächste Ding ist das Sender Policy Framework. Das sagt eigentlich aus, wenn ich denn so einen Eintrag habe dann in DNS, dass eigentlich nur der MX mit der Adresse dieser und nur dieser Mail-Server in Frage kommt, dass ich da eigentlich sage, okay, das ist der wirkliche Absender. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ein paar Protokollschwächen. Deswegen wird das nicht ganz so strikt gemacht. Aber ich benötige das als Teilkomponente, um dann mit DKIM zusammen, DKIM signiert Body und Teile des Mail-Headers. Und der Schlüssel befindet sich halt im DNS-Hack. Das wäre dann so ein Header, der dann in meiner E-Mail drin wäre, mit der signiert ist. Und ich habe halt hier auch die Domain, wo es herkommt. Und daher weiß ich halt, okay, das ist halt, die Mail kommt von dem Server. Der Server hat den MX-Eintrag so und so, die IP-Adresse so und so. Das habe ich mit DNSSEC geprüft. Da vertraue ich drauf, das ist wirklich dann eine E-Mail, die echt ist von dem Absender. So. Erstmal gar nicht. Wir müssen, um die ganze Kette komplett zu haben, also ich kann halt nicht, wenn ich DNSSEC nicht mache, kann ich jetzt nicht davon ausgehen, ich kann ja nicht eine Sache ganz toll machen und die Hintertür auflassen. Deswegen brauche ich jetzt all diese Einzelpunkte. Ansonsten hängt das null zusammen. So, jetzt dann das nächste Ding ist jetzt das Wirkliche, dass ich halt DMARC benutze, was halt die zwei Sachen kombiniert und da auch nochmal DNS-Einträge für mache, um DMARC-Record zu haben, um die halt dann zu sagen, okay, was ist denn da wirklich los? Und dann sieht es halt so aus, dass ich jetzt nicht mehr das machen kann wie gerade. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt die böse Bank,
laufe es übers Internet und kriege das halt an meinen E-Mail-Provider und ich glaube dem das, sondern es kann eigentlich dann nur, wenn ich es richtig eingestellt habe, von dem E-Mail-Server sein, der auch wirklich für die Bank zuständig ist und ich sehe das dann halt. Das ist der Riesenvorteil, das gab es halt in der Form ohne die Protokolle halt vorher nicht. So, genau, hier nochmal die zwei Sachen. Ich kann jetzt nicht mehr die Identität halt ändern und ich kann jetzt auch nicht einfach hier nochmal die Sachen abfangen und einen Man-in-the-Middle-Attack machen, weil ich halt komplett die beiden Sachen damit ausgeschlossen habe. So. Dann, ich habe es implementiert in Postfix. Den Policy Level, dafür muss noch zusätzlich hochgesetzt werden. Das heißt, standardmäßig macht ja Postfix Opportunistic Encryption. Wenn das nicht geht, macht dann Fallback. Ich kann halt dann sagen, ich bin halt Dane Only. Also ich bin ein Dane Only Sender Server und habe halt dann die Möglichkeit, hier auch über den Policy Level einzugeben, dass andere Server, die das auch nutzen, dass ich das halt prüfe. Und dann habe ich halt in dem Log, anstatt dass ich eine anonyme TLS-Connection halt mache, also opportunistisch, ja, ich kann es jetzt schlecht hochheben, bekomme ich halt eine Verified TLS-Connection. Und zwar mit der Domain, wo ich halt auch weiß, die ist Dane-only und habe die halt quasi, der Postfix macht halt die ganze Kette halt auch einmal als Client und verifiziert dann dagegen. Und dann habe ich halt quasi von dem Mail-Server links zum Mail-Server rechts die Sicherheit, dass diese Sachen halt komplett das erfüllen und ich auch keine Möglichkeit habe, nochmal auf Opportunistic Encryption zurückzufallen. Das ist eigentlich auch sehr schön. So, jetzt haben wir das gelöst. Wie gesagt, ich kann lesbar ist es von zwei Mail-Servern, das kriegen wir halt da nicht gelöst, ohne End-to-End-Verschlüsselung halt von den mit irgendwas anderem. Und der Mail-Inhalt ist halt dann auch nur änderbar von dem einen Mail-Server, der hat die Signierung macht von dem DKIM. Also der könnte auch noch bösartigerweise das ändern. Das sind noch die kleinen Schwachstellen, die ich aber eher nicht mehr mit Rot, sondern dann eher mit Orange bewerte halt. Ja. Genau, aber Moment. Die nächste Frage ist halt das jetzt kompliziert. Man muss jetzt meiner Meinung nach zwei Mail-Systeme sauber konfigurieren. Beziehungsweise wissen von seinem Kommunikationspartner, unterstützt ihr Dane oder nicht. Das wäre halt, da gibt es einfache Tests dafür, um zu sehen, ob die das halt können oder nicht. Und dann kann man halt sagen, okay, das ist jetzt normalerweise Geschäftskundenserver A und wir sprechen halt immer mit denen und die können das, dann machen wir es an und dann können wir uns darauf verlassen, dass die Kommunikation sauber ist. Und das finde ich jetzt im Vergleich zu S-MIME viel einfacher in der Praxis einzusetzen, anstatt halt dann die ganzen Anwender umzuerziehen und zu sagen, ja, du musst das so machen oder so machen oder ich weiß gar nicht, es gibt noch andere Verfahren, die das halt sicherstellen, da kenne ich mich nicht so aus. Ich fand das halt so mit dem Stand, den ich halt hier habe, mit den Sachen, die ich halt selber machen kann, beziehungsweise die ich halt auch mit anderen Technikern abstimmen kann, schon einen sehr großen Vorteil, ohne dass sich irgendwas für den Endanwender halt ändert. Ja, aber dann, wenn du erstmal direkt auf dem Server machst, ist es aber dann so, dass auch da wieder auf dem Server ist ja derselbe Stand wie hier. Ich kenne erstmal nicht, aber das fühlt sich dann so an, als ob wir dann, wenn ich es dann so mache, bin ich auf demselben Level halt. Ja. Okay. Ja, gut, aber DNS, also das S-MIME garantiert ja auch nicht, dass ich DNS saubere Angaben bekomme. Also und das Dane, also ich bin quasi, wenn ich Postfix einsetze, bin ich dazu gezwungen, das so zu machen, weil Postfix immer eine DNS-Hack-Abfrage macht, um das zu verifizieren. Das heißt, wenn er das gar nicht kann, dann sagt der Postfix, Dane kann ich gar nicht anbieten, beziehungsweise dann geht das halt nicht. Genau, so jetzt kommt der Bonuslevel, der für mich überraschend war. Lass das System für dich arbeiten. Und zwar, es gibt dann DMARC-Reports. Das heißt,
Ja, noch ist das nur das Schlagwort. Und das ist aus der 8-Bit-Zeit. So, ich kann halt einstellen in meinem, hier ist mein DNS-Eintrag. Erstmal bin ich strikt, er soll halt alles rejecten. Also er soll halt sagen, wenn das halt nicht autorisiert ist, dann bitte lieber E-Mail-Server, der die E-Mail, die Sachen auswertet, geh davon aus, dass das eine gefälschte ist, das kann nichts Sauberes sein, bewerte das halt so. Plus, gib mir doch bitte forensische Daten an die E-Mail-Adresse so und so und die Daten an die E-Mail-Adresse. Hier ist so eine kleine Auflistung, was da möglich ist laut DMARC-Protokoll. Und dann nimmt uns Google ernst, nämlich der schickt alles, was bei Google angeht von der Domäne, Reports, was denn da gesendet wurde und ist das quasi dekimsigniert, ist das von unserem System gekommen oder ist das von einer anderen IP gekommen? Und das finde ich einen mega guten Vorteil. Ich meine, Google petzt halt, aber in dem Fall finde ich es gut. Und dann sieht das halt so aus, wenn Google sagt, das ist jetzt eine IP aus einem anderen Adressraum, der nicht quasi unser Server ist und macht dann halt einen Downgrade, also mit Phishing Warning. Ist ein bisschen die Frage, wenn es halt nochmal, es kommt ein bisschen drauf an, wie es eingestellt ist, aber im Prinzip wäre das hier so ein Case, wo er sagt, okay, das ist eigentlich jetzt ein Absender, der nicht eine IP-Adresse ist, den bitte nicht so ernst nehmen. Genau. Was hilft uns noch als Endanwender? Ja, ich finde zwei Plugins ganz schön bei Thunderbird, Mailhops und CheckDKIM. Kennt das hier einer, DKIM-Signatur prüfen? Also finde ich eigentlich super sinnvoll, sollte man auf jeden Fall mit dazu packen, weil dann kann ich halt dann sehen, ob die DKIM-Signatur valide ist oder nicht. Und Mailhops, kennt das jemand? Ja, zwei, drei. Das finde ich noch stärker, weil da kann ich Geo-IP-Auflösung machen. Und dann sehe ich halt, okay, die E-Mail ist halt über 5 Knotenpunkte von hier nach hier gesetzt worden. Hat einer so ein ähnliches Szenario schon mal gesehen? In dem Fall ist es halt so, dass es eine Microsoft-Adresse ist. Oder ich glaube schon. Und die schicken halt entweder nach hier, beziehungsweise sonst nach Irland und dann zurück. Das kann man dann schön sehen, wie weit die Mails halt laufen. Das ist jetzt so ein bisschen als Bonus noch. Okay, wer es nachbauen möchte, ist eigentlich das State of the Art, was ich gefunden habe von Thomas Leister. Da bin ich überhaupt auf die ganze Sache gekommen, mich damit zu befassen. Und die weiteren Quellen. So, jetzt ganz viele Fragen. Moment, jetzt können wir mit Mikrofon arbeiten, genau. Moment. Folgende Frage. Bei der Überprüfung, ob die E-Mail vom richtigen Mail-Server, von einem zulässigen Mail-Server gesendet wird, welche Quelle wird benutzt, um die Überprüfung einzuleiten? Ist das der From-Header der Mail, der Sender-Header der Mail oder der From-Envelope? Weil die Frage richtet sich danach, funktioniert das Ganze auch noch, wenn man das mit Mailinglisten konfiguriert? Genau, das ist eine gute Frage. Im Prinzip, soweit wie ich es verstanden habe, ist es eigentlich so, dass er immer nach dem einen MX-Lookup halt macht per DNS und dann prüft, okay, wer ist dafür zuständig und der gibt ihm dann die Antwort. Also es ist jetzt, also ich glaube, man muss ein bisschen auf die unterschiedlichen Technologien gucken. Also es gibt einerseits SPF. Bei SPF wird halt der A-Record oder der MX-Record oder das, was in diesem SPF-Record halt beschrieben ist, gegengeprüft. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Mailingliste, dann gibt es ja in dieser ganzen Zustellfahrten weiteren Hop und wenn der vom SPF-Record irgendwie nicht gewitelistet ist, fliegt man beispielsweise schon auf Basis des SPF-Records raus. Würde sich irgendwer in dieser ganzen Kolonne, also diese Hops, die da quasi abgefrühstückt werden, einnisten und die Mail
neu rausschicken, ist das ja das Gleiche wie irgendwie die Fälschung des Absenders. Würden wir jetzt also wieder auf die DKIM-Technologie gucken und wir signieren diese ganze Mail neu oder wir brechen die Signatur, weil wir sie einfach neu verschicken, dann würden wir an dieser Stelle auch irgendwie einen Fehler machen. Ich glaube, in der Summe ist es schwierig, Mailinglistenverkehr, oder da musst du jetzt eigentlich einhaken. Genau, also ich bin da auch ehrlich gesagt unsicher, wie es ganz genau dann implementiert ist, müsste ich dann auch eher erstmal nachlesen oder wie auch immer. Ich gehe aber eigentlich, also du kannst auf jeden Fall sagen, dass der Absender, wenn der halt erhalten bleibt, der Header, dann ist es halt klar, dass es dabei ist und es würde in der Tat, es geht halt dann kaputt, wenn es über Mailinglisten dann halt neu zusammengesetzt wird. Das ist auch nicht ganz korrekt. Also SPF geht auf den Envelope-Header, auf den Envelope-From. Das heißt, wenn der Envelope from übereinstimmt mit dem SPF-Eintrag im DNS, dann ist das okay. Und nun gibt es Mailinglisten, die machen das richtig und es gibt andere Mailinglisten, die machen das falsch. Es gibt beispielsweise Mailinglisten, die packen einen vernünftigen Envelope from da rein und dann funktioniert SPF auch, weil das dann keinen Konflikt mehr gibt. Es gibt andere Forwarder, die gehen her und schreiben in den Envelope from das, was im Header from steht. Oder sie lassen ihn einfach so, wie er ist, als er empfangen worden ist. Und das geht dann bei SPF schief. Und das ist genau der Grund, warum man bei SPF eigentlich keine strikte Policy Reject reinmachen kann, weil das spätestens, wenn man auf so eine Mailingliste gerät, sofort schiefläuft. Also ich habe das ein paar Mal erfahren in der Situation, das ist einfach blöd. DKIM signiert meines Wissens den From Header und da geht's. Also da ist es dann kein Problem. Okay, dann da. Ich möchte was zu sagen. Ja, da wir das Thema hatten mit möglichst wenig Konfigurationsaufwand auf Client-Seite, sondern möglichst viel auf Server-Seite. Wozu genau soll dieses Thunderbird DKIM-Plugin gut sein, beziehungsweise, okay. Ich würde da eher vorschlagen, gibt es tatsächlich auch ein Tutorial von Thomas Leister dazu, weil nachdem habe ich es auch tatsächlich umgesetzt, dass man beispielsweise einfach auf Basis des DKIM-Scores oder auf Basis des DKIM-Headers einfach schon serverseitig, zum Beispiel mit RSpamD, das eben in den Score mit einbezieht und dann eben schon bestimmte Entscheidungen, ob es jetzt abgewiesen wird oder Graylisting macht bei DKIM nicht wirklich Sinn, oder eben ob es im Spam-Folder landet zum Beispiel, eben auf Serverseite trifft. Genau, aber nur zu dem Thunderbird DKIM-Plugin. Genau, ich habe die Plugins reingepackt. Also wenn jetzt jemand hier gewesen wäre, der gar keinen E-Mail-Server konfiguriert, aber halt wissen will, was man denn machen kann, um halt was zu verifizieren. Oder auch, man kann auch mit den Plugins sehen, wie die Absender halt ticken und wie das halt so funktioniert. Man kann halt ein paar mehr Hintergründe dann auch einfach über den Client halt rauslesen. Das ist halt eigentlich der Sinn dahinter. In der Tat ist es so, in dem Setup, das ist halt mit ich mache die Signierung auch mit RSpamD. Und da kann man auch manchfach noch zusätzliche Sachen reinstellen oder wie auch immer. Aber das ist ja dann eher für die ankommende Seite halt. Also damit mache ich ja nichts, mache ich ja nicht die Sachen besser, zu sagen, okay, das ist halt wirklich eine E-Mail von dem und jemand sagt mir, da hat jemand anders mit der IP-Adresse das umgebaut oder was auch immer halt. Ja. Okay, weitere Fragen? Ja, gibt's ihn. Vielleicht eher ein Hinweis als eine Frage, aber jegliche, egal ob DKIM oder SPF, jegliche strikte Restriktionen machen irgendwann Probleme. Es gibt einfach zu viele Dienste im Internet, die Mails in deinem Namen so halblegitim doch versenden wollen, irgendwelche Einladungssachen. Mailinglisten hatten wir schon, User möchten, oder also der Empfänger leitet seine Mails weiter. Dann sendet schon wieder plötzlich ein anderer Server, mehr oder minder legitim, deine eigene Mail weiter, sprich einfach bei Google richtest du eine Weiterleitung ein. Es gibt so viele Fälle, wenn du restriktiv einstellst, ablehnen, wirst du von deinen Nutzern irgendwann Ärger bekommen. Ja, also das ist eine Sache, das so zu sehen. Ich sehe es halt eher anders. Ich stelle es lieber restriktiv ein und dann fällt halt alles auf, wo es nicht sauber implementiert worden ist. Also bei dem Fall war es dann halt so, dass es halt dann in der Tat über ein Webformular noch war, was er auch noch verschickt hatte. Aber dann, das finde ich, mittlerweile darf man das erwarten von Anwendungen, dass man sagt, okay, du musst halt bitte auch den wirklichen MX benutzen, um E-Mails zu machen, weil ansonsten gibt es halt eine Reihe von Folgeproblemen. Du hast halt keine Kontrolle über diese Systeme, die sind irgendwo anders im Internet.
Kommt halt drauf an, ja. Und aber das ist halt am Ende des Tages, wenn halt was mit den Mails, die deine User versenden oder so, irgendwas nicht tut, dann bist du erstmal schuld als Mail-Admin und nicht irgendjemand anderes. Das stimmt auch. Also im Prinzip kam dann die ersten Rückmeldungen, ja, das geht halt nicht, bei denen und denen kommt das halt nicht an. Da muss man das halt einmal aufdröseln und dann gucken. Also diese Hartnäckigkeit muss man haben, beziehungsweise muss man dann die, wo auch immer das halt passiert, das dann den Rückhalt der Geschäftsführung halt haben. Das ist aber mehr ein, das ist halt ein organisatorisches Problem, jetzt kein technisches Problem. Okay. So, dann, ja, gib mal zu. Ich nehme an, du spielst ein bisschen auf dran, dass Dekem bricht, wenn es weiterleitet wird auf Mailinglisten? Nein, ich glaube. Speziell das Problem von Dekem, dass Dekem eben mit Mailinglisten aus etc. gebrochen wird, hat man sich neuerdings ja jetzt dieses ARC ausgedacht, Authenticated Receive Chain, wo quasi jede Station nochmal dazu signiert für den speziellen Fall. Ich möchte hier an der Stelle vielleicht auch nochmal einhaken. Ich bin Verfechter dafür, Policies so hart zu wählen wie nur möglich. Es wird an allen möglichen Stellen im Internet honoriert. Das heißt, es gibt genügend große Mail-Versender und Empfänger, die heutzutage sehr großen Wert darauf legen, dass man Dekem signiert und dass man seine Policy auch so restriktiv wie möglich wählt, um halt nicht versehentlich doch mal im Spam-Ordner zu landen. Das heißt, wenn man irgendwo eine neue Domäne aufsetzt und einen Neukunden versucht zu bedienen mit einem neuen, mit einer neuen Domain, kann ich nur das unterstützen, dass man mit harten Policies startet. Das sorgt von vornherein für ein sehr sauberes System und für viel weniger Probleme, als das Ganze andersrum aufzuziehen. Ich kann verstehen, wenn man sagt, ich ende meine Policy einfach von heute auf morgen auf ein Bestandssystem, das 10 Jahre lang alt funktioniert hat, und an allen möglichen Enden brechen dann die Verbindungen zusammen, weil Dinge plötzlich nicht mehr so möglich sind, wie sie in der Vergangenheit gehandhabt wurden. Das kann ich verstehen. Noch ein kleiner Tipp. Ich habe SPF und Trollala natürlich alles im Einsatz gehabt. Das bringt dir alles nicht viel, wenn dein Mail-Server bei einem Provider steht, bei dem noch so andere nicht so ganz integere Zeitgenossen sind und auf einmal das gesamte Subnetz vom Provider in der Blacklist landet. Also ich habe 3-mal IP wechseln müssen deswegen. Genau, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Also im Prinzip, wenn es ein Provider ist, der den SSH schon mal hat und auch ein bisschen da affin ist, dann ist das eher zu empfehlen, als das woanders halt zu setzen halt. Ich glaube, hier war noch eine Frage oder eine Anmerkung. Ist ja jetzt ein bisschen offen, eine Diskussion. Gut. Also beim restriktiven Rules würde ich auch ans Herz legen, Reporting ist sehr wichtig. Ja. Vielleicht hake ich da auch nochmal ein, das habe ich eben nur, oder war glaube ich schwierig aus den Folien zu entnehmen. Die Reports kommen am Ende von allen möglichen E-Mail-Providern, genau, wo wenn den Tag hinweg halt Mails angekommen sind. Das heißt, jeder Endpunkt, wo einer seiner unserer Kunden irgendwie Mails hingeschickt hat, wird am Ende ein Report zurückschicken, so dass man eigentlich ein sehr flächendeckendes Bild bekommt, wo landen eigentlich die E-Mails über den Tag hinweg, wer wertet sie aus und mit welcher Zustellrate kann ich eigentlich rechnen, und deshalb ist das ein echt wertvolles Werkzeug. Genau, also das finde ich halt auch, weil man kann halt sehen, wenn sowas Komisches passieren würde, was ja nie passiert, dass man mit einem gefälschten Absender vielleicht irgendwas woanders bestellt oder wie auch immer. Solche Sachen bekommt man dann auf einmal mit. Oder wenn, was kann halt noch sein, wenn halt eine Originalantwort auch nochmal leicht modifiziert ist. Also ich sehe da mannigfach Vorteile im Vergleich zu dem, was ich mir halt an Problemen einhandle, die aber auch alle lösbar sind. Gut, weitere? Nee. Ich bin jetzt gerade mal am Anfang von DMARC, SPF und DKIM-Einrichtung und habe im DKIM erstmal gesagt,
die sollen alle gar nichts damit machen, sondern mir nur erstmal Reports schicken. Mhm. Weil dann habe ich festgestellt, dass es in der Tat irgendwelche Formulare auf irgendwelchen Webservern gibt von irgendwelchen Unterdomains und solche Geschichten, die irgendwas versenden, wo ich jetzt erstmal auf die Entwickler drauf zurückgehe und sage, sie mögen doch bitte mal die E-Mails gescheit versenden über unseren Server oder aber sie müssten es unter einem anderen Namen machen. Des Weiteren sind mir zumindest in unseren Reports aufgefallen, die wir bekommen, dass sogar Google, also Mails, die an Google gehen, irgendwie weitergeschickt werden und dass Google sich selber als falsches SPF dann erkennt. Also das sind dann in der Tat irgendwelche Weiterleitungen anscheinend innerhalb von Google, die dann dazu führen, dass die Mails irgendwo verschluckt wäre, wenn ich es denn wirklich auf Reject stellen würde. Also ich denke mal, ich werde da noch 2-3 Monate mindestens das Ganze so lassen im DKIM, bis ich dann wirklich mal umstelle auf Quarantäne. Und ob ich wirklich auf Reject gehe, das wird wahrscheinlich noch viel, viel weitere Monate dauern. Und so ist also der Plan. Was mir jetzt aber aus dem Beitrag nicht ganz geläufig ist, wo spiele ich da DNSSEC mit rein? Ich muss sagen, ich habe mich mit DNSSEC noch nie wirklich beschäftigt. Also, aber wo ist der Lookup dabei? Ich muss ja die, das sind ja alles Antworten, die ganzen Informationen stehen ja im DNS drin. So, und da muss ich halt da muss ich mich darauf verlassen können, dass die Antworten von meinem DNS-Server, der auch wirklich dafür verantwortlich ist, halt sauber sind und deswegen muss da halt DNSSEC dann aktiv sein. Also funktioniert also es könnte DNSSEC ja es auch wieder so ähnlich wie DKIM, dass ich im DNS einen Rekord hinterlege, also mit einem Public Key, der dagegen authentifiziert wird? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, da bin ich jetzt nicht super der Experte drin, okay. Dann würde ich sie an Kersten weitergeben, aber im Prinzip ist es, also was ich nur gesehen habe, ist, dass es halt quasi als Vorbedingung ist, sonst lädt halt der Postfix ab, das überhaupt zu aktivieren, weil er die Sachen halt zwingend einfordert und deswegen mussten die halt eingestellt sein. Okay. Soweit hatte ich das nachvollzogen und wie das dann ganz genau, wie der DNSSEC dann wirklich ganz genau funktioniert, weiß ich halt dann auch nicht. Okay. Ja. Ich habe noch eine Frage zu den Reports, die dann an den, ich sag mal, Admin des Mail-Servers zurückgesendet werden. Wie detailreich sind da die Informationen, die eventuell auf personenbezogene Daten Aufschluss geben und ist das Ganze dann noch konform mit der DSGVO? Mhm. Ja, gute Frage. Im Prinzip hier ist einmal die Liste an Möglichkeiten, die ich halt einstellen kann. Ich sehe erstmal nur IPs, also soweit ich das halt gesehen habe, und halt eine Empfehlung, was dann passiert und was nicht passiert. Und da kann ich. Ich glaube, er meint die Reports, die von dem Markt kommen. Ja, genau. Also die hier, also diese XML-Dateien. Genau. Also hier ist eine IP. Und der sagt halt, das Protokoll und das Protokoll passt halt nicht zu den Sachen und gibt auch einen Kommentar ab und in dem Fall ist es halt geforwardet. Ansonsten, es gibt dann die, andersrum ist es halt so, ich sehe halt die IP, die wirklich unseres ist und das passt halt und dann ist halt alles sauber. Also solche Reports kann man halt auch sehen. Vielleicht eine kleine Ergänzung zu deiner Frage bezüglich DMARC und Datenschutz und DSGVO. Es ist vereinnehmbar. Ich bin vom EGO-Verband. Wir haben mehrere Anwälte, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Die haben keine Probleme festgestellt. Da gibt es auch ein Gutachten, was wir erstellt haben. Findest du im Internet einfach unter EGO DMARC-Gutachten googeln und dann mal durchlesen. Irgendwelche genauen Probleme sind mir jetzt nicht bekannt, aber ich muss sagen, ich bin kein Rechtsanwalt und ISPs, Mailbox-Provider, die bei uns nachfragen, denen schicken wir auch das Gutachten weiter. Ja, ich wiederhole auch gerne, komm her. Okay, die Frage ist, ob man das in irgendein Werkzeug reinstecken kann, die das auswertet. Ich kenne jetzt keins, habe aber auch nicht weiter geguckt, habe das halt nur gesehen. Was ich sonst noch weiß, ist, dass es halt extra Dienstleister gibt, die das halt für einen auswerten. Ja, soweit. Die gleichen Dienstleister haben auch Upload-Schlitze, wo man das Ganze reinwerfen kann. Okay, gut. Ja, im Prinzip
wenn ihr Mail-Servers habt oder irgendwie was damit macht, dann wäre es das Überlegen, dann insoweit das halt alles zu aktivieren. Teilweise gibt es halt dann sowieso Verbesserungen im Spam-Erkennungsscore und teilweise kann ich halt Szenarien bauen, wo ich dann weiß, okay, Domäne A, Domäne B, die kommunizieren sicher, das ist super und ich brauche jetzt erstmal keine weitere Benutzerumerziehung an der Stelle halt. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und danke, dass ja auch noch so viele am letzten Vortragslot gekommen sind und auch nochmal aktiv mitgedacht haben und wahrscheinlich bis zur nächsten Vortragsreihe.